Die Fresh-Strategie verlängern hilft dir dabei herauszufinden, wie das Wort am Ende geschrieben wird. Beispielsweise bei b oder p, d oder t oder g oder k. Diese Strategie kannst du auch bei den Adjektiven anwenden. Du verlängerst einfach das Adjektiv und findest so heraus, wie es am Ende geschrieben wird. Bei diesem Beispiel versuchen wir herauszufinden, ob das Wort gelb am Ende mit b oder p geschrieben wird. Das Küken ist gelb. Wenn wir jetzt das Wort gelb verlängern und daraus das gelbe Küken machen, hören wir, dass es ein b am Ende ist. Im nächsten Beispiel versuchen wir herauszufinden, ob das Wort spannend mit d oder t geschrieben wird. Das Buch ist spannend. Verlängern wir nun das Wort zu das spannende Buch, hören wir, dass es ein d ist. Das Buch ist spannend. Im letzten Beispiel versuchen wir herauszufinden, ob das Wort giftig mit einem g oder einem k geschrieben wird. Wenn wir das Wort jetzt einfach wieder mit einem Satz verlängern, zum Beispiel der giftige Pilz, hören wir heraus, dass giftig mit einem G geschrieben wird.